Das Böse begrüßt euch recht herzlich zu einem erneuten Tag-Video. Mensch, das scheint ja irgendwie Standard zu werden. Vielleicht bin ich auch einfach nur diesem Tag-Fluch erlegen, ich weiß es nicht. Immerhin ist es jetzt das dritte Mal, dass ich getaggt wurde innerhalb von kürzester Zeit. Auch wenn wir das zweite Mal eigentlich mehr oder weniger nur als Spaß sehen sollten. Das war ja nun kein richtiger Tag, aber trotzdem. Ja, da ich ungern Spielverderber bin, obwohl ich diese Tag-Sachen überhaupt nicht leiden kann. Ich war noch nie so der Freund von Kettenbriefen und das werde ich vermutlich auch nie sein. Aber naja, der Bad Pokerface Gaming hat mich getaggt und ich möchte ihm den Gefallen tun. Deswegen stehe ich jetzt an dieser Stelle Rede und Antwort und beginne direkt mit der ersten Frage. Hast du ein Lieblingsspiel? Wenn ja, welches? Die Antwort dazu habe ich eigentlich schon in meinem ersten Tag-Video gegeben. Und ich weiß, dass das bestimmt nicht alle gesehen haben, deswegen bin ich so frei und antworte hier einfach noch einmal. Nein, ich habe in dem Sinne kein Lieblingsspiel, ich habe mehrere Lieblingsspiele. So, das möchte ich aber gerne ein bisschen differenzierter betrachten. Denn es ist so, dass es Spiele gibt, die mich mein Leben lang mehr oder weniger begleitet haben. Also seit 95, seit Dezember 95, so jetzt genauer. Fing das Ganze ja an und seitdem kam immer wieder was Neues hinzu und ich möchte das ungern missen. Jedenfalls sind so Spiele wie zum Beispiel Seek oder Evermore oder auch Illusion of Time, auch The Legend of Zelda, A Link to the Past oder auch Super Metroid für mich sogenannte All-Time-Favorites. Und das sind einfach Spiele, die mir mit am meisten am Herzen liegen, eben weil das so Sachen sind, die mich mein komplettes Leben lang begleitet haben. Sowohl die ganze Kindheit über dann noch, als auch die Jugendzeit später. Es gab immer mal wieder Phasen, in denen ich diese Spiele gezockt habe und wieder ausgepackt habe und so weiter und so fort. Das gilt im Übrigen auch für Pokémon. Pokémon war bei mir aktuell, als ich so in der 4. Klasse war. Da ging dieser Hype los und der hatte mich total erwischt. Da war ich dem Ganzen auch komplett erlegen und ja, Pokémon ist sicherlich jetzt für mich nicht so was, was ich jeden Tag immer wieder spielen könnte. Aber es gibt durchaus mal eine Phase, in der ich auch mit Pokémon anfange und dann einfach das zocke, so wie ich gerade lustig bin und ich finde das eigentlich auch gar nicht schlecht, dass es immer mal wieder so Sachen gibt, wo man sich so denkt, oh, jetzt habe ich Lust auf Spiel XYZ und ja, machen wir einfach. So ist es da auch. Ja, wie gesagt, das sind so Spiele, die mir mit am meisten am Herzen liegen und deswegen wahrscheinlich auch den Stellenwert vom Lieblingsspiel nie verlieren werden. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso kommt da jetzt nicht Terranigma oder Lufia oder sowas, das liegt alleine daran, dass das keine Spiele sind, die ich in der Kindheit gezockt habe. Lufia habe ich noch eher gespielt. Ich glaube, es war aber dann Lufia 2, ne? Ich weiß es nicht. Das ist für Super Nintendo auf jeden Fall der Teil. Ich habe den noch nie durchgespielt. Ich habe irgendwann da verzweifelt aufgegeben. Jedenfalls ist zum Beispiel Terranigma auch eins dieser Spiele, das ich mir erst später zugelegt habe. Das habe ich also nicht in der Kindheit besessen, leider. Aber seitdem ich das einmal gespielt habe, das gilt im Übrigen auch für Soul Blazer, fand ich das grandios. Und da hat es natürlich auch irgendwo diesen Status Lieblingsspiel verdient, weil es einfach super, super schöne Spiele sind. Ja, und wenn ich das dann jetzt auf die heutige Zeit projiziere, hätten wir da unter anderem die Diablo-Spiele, Black and White, ja, Age of Empires, The Elder Scrolls, Reihe, mehr oder weniger Baldur's Gate, insbesondere Teil 2, wenngleich ich einiges davon nie durchgespielt habe, ne? Möchte ich gleich dazu sagen. Heroes of Might and Magic, Amnesia, was durch eine grandiose Atmosphäre besticht, wie ich finde. Auch das, was ich bis jetzt von Dead Space kenne, finde ich super. Wirklich. Ja, das ist so schon mal ein Teil und da fällt mir jetzt noch spontan ein, was relativ aktuell war bei mir, To the Moon. To the Moon ist auch eins meiner Lieblingsspiele geworden, muss ich sagen. Was aber daran liegt, dass es eben einfach eine super schöne Story hat, die so ergreifend ist und dann auch noch mit dem Soundtrack so verstärkt wurde, da muss ich sagen, haben sie wirklich klasse gemacht. So, zweitens, was macht für dich ein gutes Spiel aus?
Ja, da kann ich mich gar nicht so festlegen, weil es einfach auch ein bisschen differenzierter betrachtet werden sollte, wie ich finde. Denn ein gutes Spiel bedeutet für mich zum einen, dass es eine gute Story haben sollte. Was ich so meine, dass es zum Beispiel ein RPG sein sollte, das dann auch ein bisschen Sinn und Verstand dahinter hat. Gut, da so Sachen wie Secret of Evermore nimmt sich selber nicht so ernst, aber trotzdem mag ich das Spiel sehr. Dann gibt es aber auch so Sachen wie Terranigma, das hat eine viel tiefgreifendere Story einfach und sowas finde ich auch klasse. Auch bei Metroid Other M, um noch ein anderes ganz tolles, grandioses Spiel zu nennen für die Wii, auch wenn es natürlich relativ kurz war, besticht dieses Game wiederum durch ziemlich krasse Story zwischendurch. Also damit habe ich mich im Kindesalter, als ich Super Metroid gespielt habe, überhaupt nicht befasst. Und dass da dann sowas hinterherkommt, finde ich schon wirklich super. Auf jeden Fall. Dann gibt es aber auch so Sachen wie Mario zum Beispiel. Da ist es einfach sowas für zwischendurch, da braucht man nicht großartig nachdenken. Das kann man so spielen ohne... Ja, wie gesagt, ohne groß die Gehirnmasse anzustrengen. Da kann man einfach nur daddeln und gut ist. Also das finde ich auch gut. Ist auch in Ordnung. Also es ist bei mir auf jeden Fall auch stimmungsabhängig. Um das mal so kurz zusammenzufassen. Drittens, welche Genres bevorzugst du und warum? Ja, das ist so, dass ich eigentlich quer durch den Gemüsegarten fast alles spiele. Ich bin da relativ offen und versuche auch vorurteilsfrei an diverse Spiele ranzugehen. Aber trotzdem glaube ich, dass es bei mir eine klare Tendenz gibt zu einem Favoritengenre und das ist das Genre der RPGs. Ich möchte auch gerne erklären, warum das so ist. Das ist einfach so, dass ein RPG für mich sich dadurch auszeichnet, dass es natürlich ziemlich umfassend ist. Es ist also ein recht komplexes Ganzes, denn es gibt so verdammt viel zu entdecken, sei es jetzt verschiedene Orte, sei es jetzt verschiedene Geschichten, die sich da irgendwo in den Orten und auch hinter den NPCs verbergen, so. Außerdem gibt es oftmals so viel an Geheimnissen zu entdecken, weil man irgendwo was Optionales freigeschaltet hat. Man hat meistens eine Hauptstory und dann irgendwie Nebenquests, wie zum Beispiel Terranigma, wo es dann optional war, diese zwei Kontinente noch freizuschalten und auch das mit der Wirtschaft anzukurbeln. Das ist ja mehr oder weniger auch so eine Art Nebenquest, ne? Das ist nicht zwangsweise dafür notwendig, das Spiel abzuschließen. Sowas finde ich halt wirklich klasse. Was auch super ist, alleine wie das immer umgesetzt wurde, das Kampfsystem. Ist es jetzt Echtzeit? Ist es rundenbasiert? Ich finde beides gut. Hat beides wunderschöne Elemente. Bei den rundenbasierten ist es zum Beispiel oftmals dieses taktische Denken, was irgendwo mit Einfluss nehmen sollte, dass man eben überlegt, okay, wer nimmt jetzt was, wen skill ich in welche Richtung? Das sind so Sachen, da muss man schon ein bisschen überlegen. Ne, teilweise muss man auch ein bisschen grinden, das ist auch wichtig. Da muss man eben genau gucken, auch wann setze ich welches Item ein, welche Rüstung gibt mir was und kann ich gegebenenfalls Dinge verkaufen oder brauche ich jetzt eher einen Vorrat an Heil-Items und so weiter und so fort. Ne, also da gibt es ganz viel zu entdecken, das ist einfach so umfassend und das ist etwas, wo ich sehr, sehr gerne eintauche. Außerdem ist es oft so, dass ich irgendwie mit der Zeit, wenn ich ein RPG spiele, mich mit diesem Protagonisten mehr oder weniger schon fast identifizieren kann. Also, dass meine Gedanken teilweise so fast schon mit denen meiner Hauptspielfigur wirklich verschmelzen. So lächerlich das vielleicht klingen mag, aber irgendwie ist es teilweise so. Beispiel Terranigma. Man startet so nichtsahnend in diesem Dörfchen Krista, hat eigentlich nur Mist im Kopf und dann startet die ganze Reise. Man ist genauso ahnungslos wie der Protagonist selber und dann so nach und nach entdeckt man so viel und stellt fest, oh shit, also hier ist ja doch einiges, was wir da zu entdecken haben, was wir zu erledigen haben, damit wir dann hier wirklich auch vorwärts kommen. Und die Wendungen in den Spielen selber sind teilweise auch einfach nur grandios. Es gibt so viel zu entdecken und
ja, diese ganzen Geheimnisse und Blags, teilweise auch mit Rätseln gespickt, dass man teilweise auch so viele Leute zum Anquatschen hat, finde ich auch schön, und so viele Orte und ja, also deswegen, alleine deswegen. So, das ist aber nicht das Einzige, was ich mag. Jump'n'Runs zum Beispiel mag ich deshalb, weil sie für zwischendurch immer mal ganz gut sind. Da brauche ich nicht großartig bei nachdenken. Da schule ich dann quasi meine Reaktionsfähigkeit teilweise. Wenngleich diese Games natürlich immer irgendwie auch ein gewisses Frustpotenzial beherbergen. Wenn ich mir da so Mario oder auch Donkey Kong angucke, gibt es doch gerne mal so ganz schön böse Passagen. Besonders dann, wenn man irgendwie wirklich diesen Elan hat, oder na Elan, nicht den Ehrgeiz, so ist es richtiger, hat wirklich das relativ komplett zu spielen, sprich die ganzen Geheimnisse irgendwo aufzudecken, weil man diesen Drang hat, einfach das komplett zu sehen. Ja, so bin ich zum Beispiel auch, ich möchte gerne Geheimnisse finden, aber manchmal ist es so frustrierend, weil ich einfach diesen Skill nicht habe, dass ich es dann doch lieber wieder sein lasse. Ich mag aber zum Beispiel auch Adventures jeglicher Art, also zum Beispiel Point-and-Click-Adventures finde ich interessant und auch irgendwie cool. Ich finde auch sowas wie Action-Adventures oder auch sowas wie zum Beispiel Metroid ist klasse, das heißt ja auch mehr oder weniger ein Adventure. Es ist, besteht ja so aus Shooter-Elementen, es ist aber auch wiederum mit Jump'n'Run-Einlagen so ein bisschen, es ist Science-Fiction und ja. Zelda ist ja auch ein Action-Adventure und ich finde auch da diese ganzen optionalen Sachen, sowas wie die ganzen Herzteile, die man finden kann. Es gibt teilweise, auch wenn ich da an Minish Cap denke, so Sachen wie das mit den Fragmenten, die man alle vereinen konnte und alles solche Geschichten da. Sowas finde ich auch immer super. Ein gewisser Anspruch ist teilweise nicht schlecht, aber wenn ich gerade was brauche, wo ich nicht so gerne drüber nachdenken möchte, dann ist dann doch ein Jump'n'Run zum Beispiel das Beste, was mir passieren kann oder was ich mir in dem Fall dann aussuche. Ja, ich würde sagen, das passt. Viertens, was für Elemente dürfen in einem Lieblingsspiel nicht vorkommen? Ja, an sich gibt es diesen Punkt für mich gar nicht so. Das Einzige, was mir vielleicht einfallen würde, ist der Fakt, wenn ich das Gefühl bekomme, dass die Entwickler dieses Spiel so nebenbei auf der linken Arschbacke irgendwo dahin gerotzt haben. Weil es so lieblos wirkt. Wenn man da irgendwie nicht so wirklich mit warm wird. Aber das ist dann auch eh kein Lieblingsspiel und sowas genießt meine Sympathie auch nicht. Insofern ist das, glaube ich, damit schon erledigt. Fünftens, welcher Spielcharakter war der Held deiner Kindheit bzw. Jugend? Ja, also so einen richtigen Helden hatte ich nicht. Aber es gab eben diese ganzen Spiele, die mich an sich begleitet haben und somit eben auch die Hauptfiguren. So wie Link, wie Donkey Kong, wie Mario auch, wie Samus Aran, wie die Pokémon zum Beispiel. Aber so wirklich Helden sind das alles nicht, aber die haben mich ja trotzdem mehr oder weniger begleitet. So, und die sechste und zugleich finale Frage wäre dann folgende. Welche Spielreihe hat dich besonders beeindruckt? Ja, es ist auch schwer zu sagen, weil beeindrucken ist so ein Wort. Mich beeindruckt irgendwie fast jedes Spiel auf seine Weise, egal ob jetzt nur positiv oder negativ. Irgendwie hat jedes Spiel irgendwas für sich, aber auch wiederum Dinge, die dagegen sprechen. Es ist nie irgendwie so ein komplettes, perfektes Paket irgendwie. Und das gilt auch für die Reihen. Wenngleich ich hier, glaube ich, so die inoffizielle Soul Blazer-Reihe nennen könnte. Weil ich einfach es grandios finde, wie sie das gelöst haben. Insbesondere für diesen Zeitrahmen, also in den 90er Jahren, Anfang bis Mitte 90er war das ja, wo diese Spiele entstanden sind. Wie sie das umgesetzt haben mit der ganzen Emotionalität, die sie aufgebaut haben. Auch die Kämpfe, wie man mit welchen Waffen und welche Rätsel hier und hast du nicht gesehen. Also da gibt es so viele Sachen, die mir da wirklich sehr gefallen haben, insbesondere in dieser Reihe. Aber ich finde auch The Elder Scrolls Reihe super gelungen, auch von der ganzen Art dahinter, also ist einfach so. Ich finde auch die Hack'n'Slay-Geschichten, sowas wie Diablo, super, weil mir da zum Beispiel besonders anfangs noch das Skillsystem super gefallen hat.
Ne? Auch wenn das im dritten Teil natürlich ein bisschen abgeschwächt wurde, alleine dadurch, dass man eben mit jedem Level Up leider Gottes diese einzelnen Punkte nicht mehr selber verteilen konnte. Aber da konnte man ja durch die Runen dann wieder ein bisschen was rausreißen, wenn man wollte. Ja, ich sag ja, das hat alles so sein Für und Wider. Muss man eben gucken. Ja. Aber auch die Age of Empires-Reihe zum Beispiel ist irgendwo auch beeindruckend, weil das habe ich super gerne gespielt. Dieses strategische Denken fand ich immer irgendwie klasse. Viele werden jetzt sagen, oh ja, da gibt's auch noch Anno und da gibt's auch noch Civilization und ja, was weiß ich, was alles. Da gibt's auch noch irgendwelche Action-Sachen, sowas wie GTA, finde ich auch klasse so für zwischendurch. Muss ich auch nicht großartig drüber nachdenken. Ja, beeindruckend ist für mich so, weiß nicht, ist so ein Wort da, das passt für mich in diesem Zusammenhang nicht so. Ist meine Meinung. Ja, und nun final soll ich eigentlich noch drei Leute taggen, aber ich glaube, ich belasse es dabei zwei Leuten. Und zwar hätte ich da als erstes Opfer mein Dönertier, die Seelenqual 13. Und als zweites würde ich gerne, dass der Metre Lord Ironfist Rede und Antwort steht. Und damit ist dann dieses Tag-Video dann doch schon beendet. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr habt ein paar Informationen bekommen, mit denen ihr auch was anfangen könnt. Ja, und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es ist dann wirklich wieder ein Let's Play-Video. Und bis dahin, tschüss mit Ö und tüdelü.